So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Child of Light. Das letzte Mal haben wir Magna von seinem Leiden der vier Spinnen befreit. Und jetzt gehen wir zu Magna, um in den Tempel in der Höhe zu gelangen, um dort den Spiegel zu betreten, der uns hoffentlich zurück nach Hause führt. Aber wer weiß das schon? Ganz nach oben geht's. Oh, und die Musik, die ist so unglaublich toll. Was für offene Quests habe ich denn noch? Noch genügend? Ja. Ach ja, mache seinen Apfel zu Gold in Ebene oder Wald. Ja, genau. Ja, und das fliegende Schwein müssen wir noch suchen. Achilles war das, glaube ich, ne? Wo auch immer die Sau ist, ich werde sie nicht finden. Vorerst, ich setze mich noch ein bisschen weiter vor. So. Magna Baby zur Ehrensklippe. Die Bewegungen von ihm sind irgendwie sau cool gerade. Gehen wir mal rein. Sofern ich so auch zur Klippe komme. Was sagt denn die Karte? Bei den Windrädern. Lasst uns doch nochmal schnell bei die Windräder gehen. Wir haben doch Zeit. Wir haben noch Zeit. Lasst uns nochmal schnell bei die Windräder gehen. Lasst uns Achilles suchen. Ich muss mein Mikro einfach mal ein bisschen weiter zurücksetzen hier. So. Weil es nervt manchmal einfach. So. Ich brauche eine fliegende Sau. Eine fliegende Sau, die Achilles heißt. Ah, da war ich schon. Hätte ja sein können, dass sich da zufällig Achilles versteckt. Die Sau. Nee, gegen dich will ich nicht antreten. Was haben wir hier so? Da war ich, glaube ich, schon mal drin. Richtig. Das hat mir nichts gebracht. Shit. Gut. Von mir aus kämpfen wir auch gern nochmal. Gar kein Problem, da kann ich nochmal meine Gruppe umstellen. Gruppe auf Robert. Und dann Pfeilregen. Einfach weil ich es kann. Bam. Wow. Nice. Wow. Nice. Na gut, was soll's. Das hilft doch. Du bist eh tot. Sagen wir mal ehrlich. Siehste. Und es war sogar ein Stufenaufstieg mit drin. Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, aber hey, was soll's? Das ist nicht unbedingt schlecht. Ich liebe den Bogen und den Flug der Pfeile. Ich freue mich, mit euch Seite an Seite zu streiten. Gleichenfalls seid ihr aus dem vorbeireisenden Zirkus? Seht, dunkle Kreaturen, der Zirkus muss schmachten. Du meinst warten. Igniculus, einfach Beste. So, wo ist denn die fliegende Sau? Hier gibt es doch bestimmt irgendwo fliegende Säue. Oink, oink. Und wer bist du? Hat es kein Zeichen? Lassen wir es in Ruhe. Muss ich anleuchten oder was? Das habe ich natürlich noch nicht probiert, die Schweine anzuleuchten, die Drecksäue. Das kann natürlich was bringen. Muss es jetzt nicht aber unbedingt. Ach, da kann ich gar nicht rüberfliegen. Ich muss da ja rein. Aua.
Na, wo ist denn noch so eine fliegende Sau? Haben doch hier bestimmt noch irgendwo eine. So eine Oink-Oink-Sau. Ja, genau du. Achilles? Wir müssen sicher sein, ich will es. Ich habe Achilles gefunden. Aber, und jetzt? Soll ich dich anleuchten, oder was? Das tue ich. Du Sau. Was muss ich mit Achilles tun? Oh. Ups. Was muss ich mit Achilles tun? Ja, mit leuchtender Tinte ihr Zeichen an. Ah, Ausweichsternstaub. Ja, ja. Und wie mache ich diese Tinte sichtbar? Mit leuchtender Tinte? Weil da unten kommt das Speichersymbol. Ich bin mir sicher, dass das Achilles ist. Und wie schnapp ich mir das Teil? Kann ich dich einfach so in mein Inventar packen? Nee, ne? Na, scheiße, ich hab den Gegner nicht gesehen. Ah, das Sidequesting tut mir nicht gut. Pfeilregen. Safe. Dürften inzwischen so stark sein. Bam. Ja, wir sind inzwischen so stark, da macht das eigentlich gar nichts mehr aus. Aber wir bekommen immer noch Stufenanstiege wie Verrückte. Wahnsinn! Aua! Ach ja, da unten war ja gar nichts, beziehungsweise da waren wir schon drin. Das war da oben nochmal, da oben war zu, ne? Und aus irgendwelchen Gründen kam ich da nicht rein. Oder kam ich von da? Ich weiß es jetzt nicht. Nee. Wisst ihr was? Das Schwein ist mir jetzt auch egal. Wirklich, ist mir kackegal. Können nämlich alle mal am Arsch lecken. Na, ich bin schon wieder fast tot hier. Ja, lass mal heilen. So. Wie steht's um dein Gemüt? Verehrte, ich fühle mich jung und gut. Mein Herz schlägt endlich wieder rein. Frei, bei Rambert ohne Pein. Hoch in den Himmel hebe ich euch. Aber dann kann ich wirklich nicht mehr bleiben. Die kleinen Kerle auf meiner Schulter müssen endlich wieder Handel treiben. Also, hoch in den Himmel. Das sieht echt cool aus. Hab Dank, Magna, für die tolle Reise. So hoch im Himmel war ich noch nie. Robert, viel Glück bei all deinen Geschäften. Er wird die Gruppe verlassen. Ah, wartet, Aurora, ich bin mit von der Partie. Gelingt's mir, neue Märkte zu gewinnen,
werde ich doch noch Margarets Herz erringen. Willkommen in unserer Truppe. Ich erahne Bankrott für die ganze Gruppe. Es hat einfach einen großen Witz. Kapitel 7, der Herzog und die Herzogin. Es hat einfach einen großen Witz, aber es ist auch so wunderschön. Das Spiel hat einfach alles, was man braucht. Was haben wir da so? Mehr Gegner. Aua. Was haben wir da oben noch so? Oh je. Ah ja. Und von hinten. Ja, jetzt müssen wir wieder Gegner bekämpfen, jetzt wo wir hier in neuen Gebieten sind. Geht ja nicht anders. Mal sehen. Oh, der eine da hinten hält viel aus. Oh, der hat eine starke Verteidigung, Jungs und Mädels. Das ist echt nicht ganz so geil. Du bist wohl nur gegen Magie anfällig. Autsch. Was haben wir denn so im Angebot? Erstmal verteidigen. Aua. So, mal sehen, was das bringt. Schon mal viel mehr. Sehr gut. Sehr schön. Nein. Sehr schön, sorgt für Unterbrechung. Das hier gibt dir nochmal ordentlich Schaden. Und bedeutet auch für dich den Tod. Sehr schön. Mensch, super! Det löft, det löft! So, Lichtstrahl. Level 2. Zorn der Kapilli. Erhöht die Wirksamkeit aller Zauber um 20%. Dies ist eine passive Fähigkeit. Jo, die gehört mir. So. Aber ansonsten war das ja alles nur ein Rundgang, ne? Genau. Okay. Dann erkunden wir einfach mal weiter. Ah, das macht mir Schaden. Okay. Was haben wir hier noch so? Kann man da auch noch ganz... Och, du Scheiße. Was man hier alles machen kann. Du bist ein Gegner wohl, würde ich sagen. Komm, lass mal kämpfen. Ist doch scheißegal jetzt. Okay, dieses Himmelreich ist verdammt groß. Oh je. Ja, hau rein, würde ich sagen. Krass. Das war eben ein krasser Sternlichtzauber. Lichtstrahl meine ich.
Ja, ist okay. Oh fuck, nee, ist gar nicht okay. Ist schon wieder Lava hier. Oh fuck, ich glaube, wir werden jetzt unseren so. Nee. Rubella erledigt es. Eigentlich sollte hier Finn am besten sein. Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Einfach wegen solchen Attacken. Nein. Sollte es jetzt den Rest geben? Ja, ne? Dazu brauche ich ja dann nichts mehr zu sagen, ne? Wow. Wow. Wartet mal. Ich möchte gerne den Okuli-Gedanken weiterführen. Was passiert, wenn ich dich, ein geschliffener Onyx. Ich will ihn haben. Und was tut dieser geschliffene Onyx? Erhöht die Zauberkraft um 15%. Leck mir die Eier. Verringert den körperlichen und magischen Schaden um 30%, wenn die LP unter 20% fallen. Steigert während der Vorbereitung die Chance auszuweichen. Wow. Gut, aber da ist er da oben besser aufgehoben. Ich glaube, da wird er für Finn am besten aufgehoben. Gut. Gegen den will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Und ist noch eine Truhe. Ah, die Zeit, die rinnt mir schon wieder aus den Fingern. Das ist... Alter, das ist gerade böse. Das ist eine ganze Stadt. Boah. Leck. Das ist heftig. Wiederbeleben? Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Schrein oder dergleichen? Okay. Die sind hier überall. Die müssen hier irgendwas bedeuten. Den greife ich nochmal an. So, das muss es sein. Ja. Ich würde sagen, handeln ist schon ganz gut. Monsun auf dich. Weil du bist der brennende Tod. Wasser tötet dich. Und du kriegst einfach mal einen derben Lichtstrahl ab. Boah! Prügel den einfach mal durch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber hey, fuck it. Normaler Sternenlicht-Zauber. Und du machst nochmal einen Monsun, falls es nicht reicht. Okay. Es reicht nicht. Das soll jetzt aber reichen. Knapp vor dem Stufenaufstieg. Aber Rubella bekommt den. Von daher, shit on it. Ja. Können hier mal erstmal so eine Reihe voll machen, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, ja komm, wir benutzen sie gerade eh nicht. Konterheilung auch rein.
So, wir beenden hier die heutige Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder dabei. Wenn es heißt Let's Play Child of Light und wenn wir uns dann der Quest ein bisschen widmen. Zum Tempel im Himmel musst du hinauf, such dort den magischen Spiegel auf. Das ist unser Mirror of Fate, Castlevania. Das ist unser Vorhaben, unser Ziel in der nächsten oder in den nächsten Folgen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr Lust habt. Bis dahin. Tüdelü.